Hallo zusammen. So, wie ich schon angekündigt hatte, werde ich jetzt ohne meine super tapfere Männermannschaft loslegen. Und hoffe, ich überstehe die zweite Zombie-Invasion. Vielleicht stoßt ja nachher noch einer von den dreien dazu. Sicher bin ich mir aber nicht. So. Natürlich habe ich mich beim letzten Mal echt unpassend ausgelockt. Bin mal gespannt, in was für einem Zustand ich aufwache. Hört sich schon super an. Eieiei. Das war echt eine scheiß Position. Okay, heißt, ich habe noch gute 24 Stunden Zeit, um mich vorzubereiten. Oder zumindest mich irgendwie so irgendwo ja reinzubuddeln oder reinzubauen, zuzubauen. Lass mir nichts zustoßen. Nein. Autsch. Scheiße. Kann ich das nicht aufheben? Scheiße. Kein Schlafsack bei. Yeah.
Thank you.
Irgendjemand will ja auch seinen Senf dazu geben. Verpiss dich doch, Alter! Du bist schon wieder einer gegangen. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Thank you.
Halt.
sein. Im Bunker habe ich auf jeden Fall ja, Geheimtürchen gefunden, hinter den Bücherregalen.
Da kommen wahrscheinlich die restlichen Zombie-Geräusche her, die wir gestern so gehört hatten. Das ist ja mal echt interessant hier. Als thank you.
Scheiße. Good.
Hier läuft ja alles in der Stadt rum.
nein. Cheater. Yeah.
Good.
Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Oh, was wäre gewesen, wenn ich vor allem mal zu nennen. Das hätte ich. What?
Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Mir ist schon wieder einer gegangen. Ja, ich bin wieder Steilkreuz. Ich muss einen Arsch voller Sachen hier retten. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ey. Halbe Bude zerschmettert nach der zweiten Zombie-Invasion. Der Trader hat mich kurz bevor die Invasion angefangen hat, rausgeschmissen. Da hatte ich keine Chance mehr. Ich bin hier in der Base noch gespawnt und einigermaßen retten kann. Eine Zombie-Horde bei mir.
Hä? Nicht weiß, oder? Ne. Ja, das. Ja, hab gefragt, ob's schneit. Antwort ist mir.